So Leute, da ist er wieder, euer Charatan. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht doch noch nicht die anderen suche, sondern dass ich nochmal zu diesem Jona da zurückgehe und erst einmal die Quest abliefere. Und mich dann um die anderen kümmern. Und vielleicht auch jetzt erstmal den Weihenturm da oben. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so richtig sicher. Weil er sagte ja so, dass die Tawaka sagte ja so, dass die glitzernde Dinge sammeln. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon aktiviert sind, falls wir jetzt irgendwo noch anders einen Auftrag kriegen. Hier ist nochmal so ein Pfeil. Falls wir nochmal irgendwo anders so einen Auftrag bekommen, auf diesen Bayernturm raufzugehen, dann wäre das ein blöd, wenn man dann aufzulatschen. Deswegen, ich weiß nicht, ob da die Seite über zweimal reichen würde. Deswegen bin ich noch beim Überlegen, ob ich das mache. Ach genau, was ich noch anders machen probieren wollte, war kurz. Ich wollte doch mal sehen, ob ich den Bogen hat er gemacht. Cool. Kann ich zwischen zwei Bögen hin und her schalten. Chaka, chaka. Oder hier den Machete. Schön macht es, genau. Ach, man, erschreck mich nicht so. Ach, da war hier hinten, gell? Der Jona. Ich bin mir jetzt nicht sicher, kann der ohne Waffe schneller rennen? Die Axt gefällt mir im Übrigen überhaupt nicht. Ist zwar jetzt okay vom Dings her, aber die gefällt mir überhaupt nicht. So. Hallo, Otto. Was kann Jona für euch tun? Nein, das ist es. Wo habt ihr es gefunden? Sagt euch das Amulett irgendetwas, hatte ich angewählt. Und jetzt eine Frau namens Catherine hat es in den Überresten eines riesigen Wals gefunden. Dann ist dieses Monster tot. Das freut mich sehr. Auch wenn ich eigentlich nicht von Rachegelüsten geplagt war. Bevor ich über die Meere gefahren bin, habe ich meine Frau aufgrund einer Krankheit verloren. Das Amulett war alles, was mich an sie erinnert hat. Endlich habe ich es zurück. Und das ist nur euch zu verdanken. Nehmt mein Tagebuch, vielleicht wird es sich euch als nützlich erweisen. Seid gesegnet, Abenteurer, und lebt wohl. Der alte Geist und das Meer haben wir abgeschlossen. Was hätten wir hier? Ein Ring oder Erfahrungspunkte? Erhöhte Reflexe, Aura des Schaden noch nicht. Nee, okay. Ach, und jetzt hat es ihn weggebeamt, den Kollegen. Kann er in Ruhe, in Frieden, ja, kann er Frieden finden. Was hat er uns vom Buch hinzugefügt? Anselms Forschung. ABC der Drachen. Ach so, da hat man ja, das war die Rezeptsammlung. Ulfmar, der Seefahrer, mal benutzen. Da hat man eine Seite. Lest euch das durch, wenn ihr das wollt. Ich will das nicht durchlesen. Ulfmar, Hieronymus. Das kann man eigentlich vernichten. Das haben wir ja eh schon geschafft. Bababa. Ja, das haben wir ja eh gekillt oder killen lassen.
Okay, zerstören, weg damit. Guck mal, nicht jeden Mist aufheben. Geschichte der Verdammten, ne? Ja, lese ich den Mist durch, wenn ihr das wollt. Weg damit. So, was haben wir hier? ABC der Drachen. Oh Müll. Ach doch, kein Mensch. Anselms Forschung. Anselm. Ach, das war doch der eine, Alchemist hier, den wir da schon getroffen haben. Also der scheint hier ein totaler Pfuscher zu sein. Ja. Weg damit. So, auch schon immer noch nicht das Buch gefunden, was der uns gerade gegeben hat. Oder war das? Der hat uns das Buch gegeben. Ach, der Wal. Questgegenstand, die Geschichte von den... Diese Questgegenstand. Wir haben doch auch keine Quest. Ach, müssen wir den vielleicht der Schnecke geben? Das könnte sein, dass wir den der Schnecke geben müssen. So. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt Weihern-Eier-Jagd gehen. Wo ging das jetzt eigentlich hoch auf diese Insel? Durch die Wackerhöhle ist am schnellsten. Und jetzt scheint doch hier der Aufgang zu sein direkt. Heute gehen wir durch Wackers Höhle. Ich habe mir noch überlegt, wir haben doch das Gift gekriegt. Ob wir damit vielleicht diesen Wacker platt machen und dem den Edelstein wieder abnehmen. Was ist denn das? Merkwürdig. Aber ich glaube, hier werden Bogen angebracht, hä? Bei den Viechern. Wo habe ich denn überhaupt diese komische Salbe? Ach, hier. Fläschchen Weihern, wenn ihr die Salbe auftragt, werden euch die Weihern höchstwahrscheinlich für einen Artgenossen halten. Ja, dieses Gebräu, das ist ja auch eine... Ach, das ist ja ein Questgegenstand. Dieses Wolfswurfgift. Nicht, dass man damit den Wacker platt machen soll. Mal sehen. Was? Ach, jetzt sollen wir die Weihernsalbe auftragen. Na komm, ja, was willst du? Jetzt stinke ich zwar auch wie ein Wiedehopf. Aber jetzt lassen mich die Viecher in Ruhe. Hoffe ich zumindest. Jetzt geht's rauf. Schon mal durch den Scheiß da. Was ist das hier? Ach, das ist jetzt von Ihnen der Nester, wie es aussieht. Irgendwas drin? Nichts brauchbar. Wie lange hält denn die Salbe? Und diese wird mein Tier nicht angegriffen. Gehen wir erstmal hier lang. Wo landen wir da? Oh, hier sind Bayern hier. Sehen ja interessant aus, die Viecher. So. Oh, das ist ein Nest. Oh, oh. Bleib, wo du bist. Ich will doch bloß ein Ei klauen. Oh, Eier. Ich sehe Eier. Oder? Na, hallo? Das sind doch Eier. Eine Schreibin oder was? Eine Bratpfanne? Eine Pfanne? Und das sind Eier. Sonst doch auch was? Nö. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, oder wie? Oder ist hier oben noch so ein Ding? Liegt hier auch nicht. Ist hier oben noch so ein Nest?
Ah, so ein Eiser mitbringen. Ja, das ist ja etwas größer. Aber jetzt finden sie das wohl nicht lustig oder was, dass ich schon ein Ei geklaut habe. Jetzt werden sie aber trotzdem eklig. Aber was Glitzerndes habe ich nicht gefunden. Das habe ich fast ein bisschen verfürchtet, dass das eventuell erst drinnen liegt, wenn wir einen Auftrag kriegen von irgendjemandem. Der hat uns das doch nicht aus Langeweile gesagt, oder? Na egal. Halt hier nicht lang. Wir machen uns hier vom Acker und bringen den sein Ei. Da kriegen wir diesen Meister Plinky. Zack. So, dürfte auch der kürzeste Weg durch Waggas Höhle sein. Sieht schön aus hier. Wobei mit sich die Wüstengegend. Ach, hier mit dem Wind, das soll man ja auch noch irgendwas machen. Den Wind soll man irgendwie zum Schweigen bringen. Warte mal, wir können gleich hier rüber springen. Ach, na, hallo. Das war doch hier die Hütte oder die Höhle, oder? Ja, hier hat er seinen Berg. So, geklaut hat man ja auch schon. Kniet nieder vor eurem wahren König! Ach, was hat er zu handeln, genau. Immer nachgucken, was sie zu handeln haben. Siehst du? Gefällt mir doch schon wieder, das gefällt mir, das gefällt mir. Ja, beides. So. Okay, was kannst du behalten? Ein Weiher, was? Bitte sehr, guter König, ein Weihern-Ei. Nehmt dieses Ei und gebt mir eine Belohnung, ja? Mein Schatz, ich werde nie mehr Hunger haben. Hier ist Meister Blinky, Drache. Kümmert euch gut um ihn und denkt daran, er mag kein Hühnchenfleisch. Was hat er erzählt denn da von der Scheiße? So, was haben wir hier? Ne, da nehme ich Punkte. Hier haben wir nichts dazu gekriegt und der Weihernsalbe ist weg. So, Meister Plinky. Hier ist auch nichts dazu gekommen. Hier ist was. Meister Plinky, der Torschlüssel. Er mag kein Hühnerfleisch. Hä? Na gut, klatschen wir mal auf die Truhe. Was da drin ist. Denn das ist doch hier garantiert für diese Truhe. Schlüssel. War das der richtige hier? Ja. Ich sehe Truhe, ist immer richtig. Das ist alles. Ein bisschen Mana-Kacktrank. Na, danke auch. Dafür mache ich mir so eine Arbeit. Muss Geisterblätten und allen Scheiß. Na okay. Rennen wir zurück zu dieser Catherine. Und ich glaube, ich bin hier richtig. Ich weiß es auch nicht genau. Wir werden sehen. Ja doch, ich bin, wir sind hier richtig. Laufen zurück zu der Catherine. Und drücken damit das Buch in die Hand. Mal sehen, was da passiert. Vielleicht verrät sie ja uns, wo ihr Familienschatz liegt. Komm, flieg, mein Freund. Hups. So. Keine Ahnung, ob wir richtig sind. Ja, sieht so aus. Sieht ganz so aus, als wären wir hier richtig.
Gerippe von Wal. Und wo ist die Muschi? Ach, hier ist er. Oh, da seid ihr wieder. Ich bin über dieses Buch gestolpert. Du musst sofort an euch denken. Das stimmt sogar fast. Let me see. My God. All diese Informationen sind wie eine Offenbarung. How wonderful. Oh, ihr seid die netteste Person, der ich jemals begegnet bin. Take this. Ich habe es neben dem Amulett gefunden. Thank you so much. Was hat sie neben Amulett gefunden? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Gravierter Bronze. Bla bla. Nehmen wir mit. Okay, brauchen wir nicht. Okay. Ach so, wie hieß denn die Quest überhaupt? Das Geheimnis eines Wals. Aha. Hübsch. Hübsch, sagt er. Wie? Wo ist das Schamuckstück jetzt hingekommen? Hier. Ich habe hier einen Haufen Zeug. Auch weil ich hier ein bisschen mal ausgewechselt hatte. Genau. Und der, was ist das? Armreif. Ja, da gibt es zwar Lebenspunkte, ein bisschen dazu. Aber unser jetziger Aura-Schaden, der macht, unser macht Heilung und Spendat. Nö, will ich nicht haben. Muss zu verkaufen. So, okidoki. Jetzt gehen wir in Richtung der anderen Dings da Bums da. Machen wir mal hier das rein. So, in welche Richtung müssen wir da eigentlich? Hier? Sind wir richtig? Ja, hier ging es raus. Muss es hier herunter gehen. So. Ach, ich überlege gerade. Wo geht's hier lang? Hier hinten ist... Oh, ich stehe Ärger. Oh, jetzt werden wir so einen zweiten Mann hier holen. Das sind wieder solche Viechter hier. Oh, hier müssen Viechter. Oh, was ist jetzt passiert? Oh, scheinbar um. Schnetzeln wir ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Ey, die zaubern wie Sau, ich glaube, ich muss hier Fangkampf machen. Bohren raus. Da ist hier schon wieder unter Käse drum und das nicht wohin macht. Da muss ich schon die Fiester drum kümmern. Oh. Gegenstände, Fertigkeiten. Weg hier. Weg hier. Ey, die langen ganz schön zu, die Brüder, gell? Na halt die Esse, was ist denn noch los? So, jetzt müssen wir hier mitspielen hier. Bisschen kräftiger sein, wie man denkt. Ich kann nicht. Das haben wir noch mal richtig Geld für den Kollegen hier. Noch nicht. Wenn wir weg machen, so. Das haben wir noch nicht. Halt die Esse. Hübsch. Das müssen irgendwie kräftigere gewesen sein. Denn die haben jetzt meines Erachtens noch mehr Probleme bereitet hier. So, dann können wir gleich mal gucken, wohin das, was das für eine Truppe hier ist. Ach, Bezauberer.
Ihr müsst zuerst beide Kandidaten für eure Bezauberungsplattform kennenlernen. Ach ja, gut, das haben wir auch mal gesehen. Ich werde eure Rückkehr. Ja. Na, das habe ich mir gedacht. Bezauberer. So, okay. Das ist also für die Bezauberer. Die werden wir vermutlich auch als nächstes machen. So, oh, was ist das? Das schaut ein bisschen gemein aus. Pferdekotzen, Schachtel, Tablette mal, direkt vor der Apotheke. Ergo. Ne, passiert nichts. Da passiert gar nichts. Keine Ahnung, was das jetzt darstellen soll. Ah, die Weihernsalbe hat aufgehört zu wirken. Aha. Bis jetzt hat sie also gewirkt. Ja, also wenn wir nochmal dann laufen müssen, müssen wir uns wohl oder übel mit den Viechern anlegen. So. Was war hier hinten in der Ecke? Also gesehen habe ich hier gar nichts. Keine Kiste, kein Kastel, gar nichts. So, was haben wir hier in der Ecke? Ein Kutter. Warte mal auf, mit einer Flinte hier rauszunehmen. Oh, was kraulst? Auch wieder Dings kaputt gegangen. Okay. Da steht er noch. Kurz von die mal an, Sie sollen nur kommen. Das letzte Mal haben wir es Ihnen richtig gezeigt. Ja, aber wir haben noch drei Balduin und Pedro. Ihr seid eine richtige Landratte, nicht wahr? Ach, das ist nicht so. Willkommen. Innerhalb des Lagers seid ihr sicher. So. Ich bin noch außerhalb des Lagers sicher. Solange ich was habe, um mich zu schießen. Also ich muss sagen, kommt mir das nur so vor? Oder hat das ganz schön abgenommen mit den Dings hier, hä? Mit unseren Golddeppen hier. No, weiß ich nicht. Und? Cool, ne? Denkst du, ich würde dich vergiften? Ich, der größte Koch aller Zeiten? Wenn ich tote Wale am Strand sehe, die auch von diesen Fischen gegessen haben müssen, überlege ich es mir zweimal, bevor ich sie esse, lieber Chefkoch. Sollen wir auch einen Koch auswählen? Hä? Nicht ein Koch. Die haben doch gerade was vom Koch gehabt. Was das wieder zu bedeuten hat. Da schmiedet er. Ach, Moment mal. Ist das der Bezauberer hier? Hermosa, genau, den Namen kenne ich. Wie hieß der hier? Reinhard. Aha. Ah, den haben wir hier noch. Was ist euer Aufgabengebiet? Was? Ich bin Wissenschaftler, Historiker, um genau zu sein. Ach, nicht schon wieder. Verdammt nochmal, ist denn niemand hier, der sich mit Alchemie auskennt? Ihr könnt ja mit den Pflanzen reden. Sind vermutlich die einzigen, die zuhören. Der Alchemist. Aha. Den haben wir hier noch. Michael. Ich wusste gar nicht, dass mein Sohn in dem Spiel mitmacht. Na, hier ist was los. Kann ich ansprechen? Stört mich nicht, ich habe keine Zeit. Ja, das macht mein Sohn auch immer. Nee, stimmt nicht. Ja, ist mir da, wenn ich ihn brauche. Noch etwas mehr Salz. Mehr, wie kannst du es wagen, meine Kochkünste zu kriegen? Oh, was ist denn das bloß? Sacre bleu und das von meiner eigenen Frau. Mon Dieu, ich habe nur etwas mehr Salz vorgeschlagen, nicht unsere Scheidung, obwohl das so schlecht nicht klingt. Die kann man nicht. Was für einen schlechten Charakter mein Mann Henri doch hat. Nur weil er ein gutes Bitte Essen auf den Tisch zaubern kann, hält er sich für einen König. Ich bereite gerade eine Bouillabaisse zu, von der man noch in Generationen sprechen wird. Ja, frisst deine Bouillabaisse selbst, mein Freund. So, liegt hier irgendwas Gescheites rum? Ja, nee, nichts. Oh, und wir jetzt noch einen Topf. Gut, hat nichts gebracht. So, gucken wir mal in die Hütte hier rein. Ja, erstmal umgucken, gell? Das müsst ihr ja leider. Hier riechen Bücher. Oh, ein Kastel, was ist das für ein Buch? Die Geschichte der Drachen, oder? Kannst du behalten, der Teil? Ah, ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Was haben wir hier Schönes? Was haben wir hier?
Gesamtrüstwert erhöht. Achso, Trankrezept. Wochebuch. Geschichte Rivelons. Da behalten. Ah, eine okay. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Okay. Schwarzfels, wie es aussieht. Das müssen wir einmal. Gut. Ein bisschen Gold. Weiter wollen wir benutzen? Ne, geht nicht. Nicht wie ein Rissen. Oh, da war noch einer. Hab ich den übersehen? Ich glaube nicht. Mann, die laufen mir alle vor die Beine rum. Ah, hier steht noch Zeug. Sag mal. Ach, weil die Kiste kaputt ist hier vorne. So, ja, gut, hätte ich mir sparen können. Weil ich habe schon das leer gelesen gehabt. Was gibt's hier oben? Na hallo. Oh, oh, jetzt geht's hoch. War ganz offensichtlich stehen hier Kutter. Ja. Oh, ich stehe hier was. Ach, na gut. Was ist das für eine Pflanze? Sternenstaub. Hat man das schon mal gehabt? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Sternenstaub kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Steht da oben noch was. Was ist denn das? Ach nee, das sind bloß die Dings hier. Da hinten noch irgendwas? Nichts. Na da, niente. Tschaka. So, quatschen wir erst mal den hier an. Ah, mein Kopf. Fühlt sich an, als würde ein Kobold etwas in meinen Schädel meißeln. Wie kann man nur auf einer Insel am Arsch der Welt festsitzen? Ich hätte den diesjährigen Wettkampf im Waffenbezaubern wieder gewonnen. So viel ist sicher. Mhm. Was? Wer seid ihr? Reinhard, der beste Bezauberer weit und breit. Ich schätze mal, das ist alles, was ihr über mich wissen müsst. Was genau macht ein Bezauberer? Ein Bezauberer setzt Kristalle, Erze und niedergeschriebene Bezauberungen ein, um die Wirkung von Waffen, Rüstung, Schmuck und so weiter zu verbessern. Es versteht sich von selbst, dass die richtige Bezauberung einem Abenteurer im Kampf von großer Hilfe sein kann. Vor allem dann, wenn sie so gestaltet wurde, dass sie unter bestimmten Bedingungen eine besondere Wirkung erzielt. Zum Beispiel weisen manche Wesen eine natürliche Schwäche gegenüber bestimmten Giftarten auf. In solchen Fällen ist eine Giftbezauberung besonders wirkungsvoll. Daher ist es angebracht, eine breite Palette an Waffen und Rüstungen mit sich zu führen. Allerdings kann man auch einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand entzaubern und danach mit einer neuen Eigenschaft versehen. Das hat uns genau dasselbe, hat uns der andere auch erzählt. Normalerweise eilt mir mein guter Ruf voraus. Ich bin der offizielle Waffenlieferant des neuen Ordens. Wenn Ihre Offiziere zur Beförderung eins meiner Schwerter erhalten, betrachten Sie dies als große Ehre. Diese Schwerter sind jedoch nichts im Vergleich zu dem, was ich bauen könnte, wenn ich die richtigen Materialien dafür hätte. Welche Materialien benötigt ihr zum Bezaubern? Grundsätzlich Metall und Kristalle. Allerdings ist nicht jeder Kristall gleich. Je seltener ein Kristall ist, desto mächtiger ist der normale. Ich bin mir sicher, ihr treibt einige seltene Exemplare auf, sobald ihr euch in die Lüfte schwingen könnt. Rechnet besser nicht damit. Aber wartet noch einen Moment. Ich bin eigentlich nicht in der Stimmung, um mein Leben zu flehen, aber ich weiß, dass noch ein anderer Bezauberer irgendwo hier ist. Warum bringt ihr diesen Kerl nicht zum Schiff? Wir beide schmieden ein Schwert für euch und dann werdet ihr schnell merken, dass im Vergleich zu mir jeder andere ein Amateur ist. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wen ich nehme. Das ist dem auch gleich den hier. Mal sehen, was der zu bieten hat. Solange ihr nicht mindestens 3 Doktortitel in unterschiedlichen alchemistischen Disziplinen erlangt habt, seid ihr meiner Anwesenheit nicht würdig. Soll ich einen auf die Fresse hauen oder was? Na, bloß die Alternative war der Anselm, gell? Wie kann es dieser Einfallskitzel wagen, den besten Tränkebrauer von ganz Rivelon hereinzulegen? Äh.
Ihr seid ziemlich hochnäsig, guter Mann. Ist euch klar, dass euer Leben in meiner Hand ist? Oh, ihr seid es, oder? Der sogenannte Drachenritter. Sogenannte? Denkt nicht, dass ich euch oder diesem hübschen grünhaarigen Ding Glauben schenken werde. Es ist zu absurd, um überhaupt darüber nachzudenken. Ehrlich gesagt, bei all den Spatzenhirnen, die man so trifft, sollte es so manchem per Gesetz verboten werden, soziale Kontakte zu knüpfen. Alchemisten extrahieren die reine Kraft der Pflanzen und Kräuter, um vielerlei Tränke herzustellen, die dem Anwender auf mannigfaltige Art und Weise helfen. Rezepte aus geheimnisvollen Büchern sind ebenfalls ein sehr beliebtes Hilfsmittel für Alchemisten, die etwas auf sich zählen. Wenn ihr also auf euren Reisen auf solche Werke stoßt, würde ich euch raten, sie zum Turm zu bringen. Ihr habt also wirklich 3 Doktortitel in 3 unterschiedlichen alchemistischen Disziplinen? 5 sogar! Aber ich gestatte Schülern, mich anzusprechen, sobald sie ihren 3. Doktortitel erlangt haben. Ansonsten könnte ich nur mit mir selbst sprechen. Wobei ich sagen muss, dass der Gedanke daran seit Beginn dieses Gesprächs durchaus an Reiz gewinnt. Wisst ihr eigentlich, wo ihr seid? Warum? Ihr etwa nicht? Habt euch wohl verirrt, was? Wie schade. Dann lasst mich euch erleuchten. Das hier ist die Wächterinsel, eine uralte Insel, einst von Maxos beheimatet und immer noch mit drachischer Magie belebt. Bevor ihr fragt, Maxos ist der größte Magier aller Zeiten. Aber angesichts seines plötzlichen Verschwindens liegt die Vermutung nahe, dass ihm seine Experimente über den Kopf gewachsen sind. Ich bin mir sicher, nach all den neuen Informationen raucht euch schon der Kopf. Schluss für heute, Unterricht beendet. Ist das eine Großkotz? Noch nie von diesem Mann gehört. Das bedeutet, dass er entweder überhaupt kein Alchemist ist oder ein sehr Unbekannter, der außer der Erkältung eines Kindes nichts zu heilen vermag. Ihr könnt eure anderen Handlanger herumkommandieren, aber nicht mich. Ein bisschen Großkotz, wir nehmen den trotzdem. So, wen haben wir jetzt noch? Ach hier, Herr Mosa, aber hier ist doch noch irgendeine, wo ist denn die jetzt wieder hin, die Schnecke? Der Herr Mosa! Was macht denn die hier? Was ist denn die? Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Herr Mosa, Kapitän dieses unglückseligen Schiffes. Niemand kann Kampftechniken besser vermitteln als ich. Aber wie soll ich das sagen, ohne verzweifelt zu klingen? Die Kleine. Als im Muffengang. Erfreut euch kennenzulernen, Captain. Wie seid ihr in eine derart missliche Lage geraten? Euer Schiff ist in ziemlich erbärmlichen Zustand. Und das trotz all dieser Kein-Alkohol-am-Steuer-Kampagnen? Ich nehme als Erster. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Na, Prockel. Wir fuhren über das westliche Meer, als uns wie aus dem Nichts ein Lichtstrahl erfasste. Dann sind wir auf dieser seltsamen, feindseligen Insel gestrandet. Meine Dame, ich bin der zukünftige Drachenritter, von dem euch die Insel erzählt hat. Müsst ihr euch mit vielen Problemen herumschlagen? Ihr habt ein Licht, könnt ihr das Lichtstrahl erwähnen, könnt ihr das genau beschreiben? So. Nun ja, sah aus wie eine Säule, eine hohle Säule, die das Schiff umhüllte. Dann war das Meer plötzlich ganz verschwommen und die Energie in der Säule wurde stärker. Was dann folgte, hörte sich wie Krachen und Klopfen an. Als ich meine Augen öffnete, waren wir hier, schiffbrüchig und auf uns gestellt. Bevor ich überhaupt über die Geschehnisse nachdenken konnte, erschien eine Frau und erzählte mir von der Prophezeiung. Vor wenigen Tagen wurden wir von örtlichen Banditen angegriffen, aber wir konnten sie in die Flucht schlagen. Mhm. Wasser und Lebensmittel bereiten uns keine Sorgen. Barbatos zaubert die benötigten Vorräte herbei. Einer meiner Seeleute hat sich jedoch aus dem Staub gemacht. Er ist schon eine Weile weg. Solltet ihr auf Elfrid stoßen, sagt ihm, dass er auf der Sternsegler gebraucht wird. Elfrid haben wir doch irgendwo einen Zielpunkt gehabt. Oh, vergebt mir, das war mir gar nicht bewusst. Hört zu, ich weiß zwar nicht, wer der andere Anwärter sein könnte, aber er oder sie wird mir wohl nicht das Wasser reichen können. Wahrscheinlich sagen das alle, aber in meinem Fall stimmt es wirklich. Ich kann euch versichern, dass ich wirklich eine ausgezeichnete Waffenausbilderin bin. Große Kämpfer waren einst meine Schüler. Das merkt ihr euch doch, oder? Der Ausbilder verbessert durch hartes Training und umfangreiche Übungen die Fertigkeiten seiner Schüler. Ich kann euch lehren, wie ihr eure Wirbelwindangriffe verbessert, die Zielgenauigkeit eurer aufspaltenden Pfeile erhöht oder stärkere Wesen beschwört.
Gewöhnliche Kämpfer und Zauberer haben ihre Grenzen, aber ich kann euch darüber hinausbringen. Lebt wohl, euer Gnaden. Ja, war eigentlich nicht unsympathisch, fand ich. So, da ich wieder mal keine Ahnung habe, wann ich das Ganze hier begonnen habe, werde ich erstmal hier kurz den Part beenden. Und werde erstmal nachschauen, wie weit wir eigentlich jetzt auch schon aufgenommen haben. Tschüss und weg, bis zum nächsten Part.